Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Yay! In der letzten Folge haben wir uns um den letzten Kristall gekümmert, glaube ich. Eigentlich haben wir uns mit Ultima im letzten Part gekloppt, ne? Und ja, irgendwie haben wir dadurch den Kristall zerstört und das hat den gar nicht so gefallen, deswegen hat er noch einen weiteren Kristall hergestellt und ich nehme an, da müssen wir als nächstes hin und den müssen wir auch noch kaputt hauen, ne? Müssen wir eigentlich jetzt hier auf der Weltkarte alles sehen, ne? Und zwar, upsala. Hier, genau. Da sitzt wahrscheinlich jetzt Ultima, der hat eine ganze Stadt in die Luft gejagt oder so, ne? Und ja, da werden wir dann mal schnell als nächstes hingehen. Aber erstmal reden wir mit Joshua, ne? Wir haben ja nichts mehr zu tun gerade, ne? Wir haben keine Quests und so freigeschaltet. Ich nehme an, die kommen noch, ne? Also ja, gucken wir mal. Und tu mal so ein bisschen mit ihm hier schnacken, ne? Blöder. Oh, den sieht man. Oh Gott, den sieht man da hinten. Bedrohlich. Ich habe übrigens mal die anderen Klamotten ja. Normalen Klamotten hier den Charakteren gegeben. Ultima mag uns erschaffen haben, aber wir können selbst entscheiden, wer wir wirklich sind. Er will, dass wir für unser Leben kämpfen. Warum nicht? Tun wir ja schon die ganze Zeit. Genau wie Ultima selbst, wie es den Anschein erweckt. Seine neue Welt ist nichts als ein Versuch zu überleben. Also muss nun entschieden werden, wer von uns sich erhalten kann. Sollte Ultima siegen, erwartet uns alle der sichere Tod. So viel steht wohl fest. Doch was erwartet uns, wenn er unterliegt? Ein welker, gottloser Ort, an dem sich unsere Unabhängigkeit eher als Fessel erweisen wird? Nun, das mag sein. Aber Fesseln lassen sich sprengen. Solange man den Willen dazu besitzt. Damit mich die Macht befreien. Es wird nicht leicht. Es wird Generationen dauern. Jahrhunderte des Leids. Und auch nur, wenn wir alle dazu beitragen. Was hat die am Ende von Final Fantasy 6? Aber wir werden es schaffen. Wo die Welt zerstört ist. Die Menschheit frei leben. Das ist die Welt, die uns erwartet. In der Tat. Und unser Traum wird Wirklichkeit. Aber erst müssen wir zum Kristall. Welch ein Glück, dass ich Flügel habe. Du kannst kaum stehen und willst fliegen? Und wer weiß, welche Schrecken da oben lauern. Das schaffst du doch nicht. Ich muss es schaffen. Ich bin der Phönix. Und ich erfülle meine Pflicht. Das ist unser Kampf. Das weißt du. Schon gut. Verstehe ich. Aber du musst auf mich hören, ja? Ich bin schließlich dein Schild. Das bist du. Und was ist mit meinen Flügeln? Guter Punkt, ehrlich gesagt. Vergesst nicht, ihr wollt einem Gott entgegentreten. Ihr dürft nicht bereits der Müdigkeit erliegen, bevor der Kampf beginnt. Also nicht gegen den kämpfen? Ifrit. Wir haben uns beide gebraucht, um dich zu erledigen. Ich denke an, dass einige Domini trotz des Verlusts ihrer Kräfte weiterhin zu erwachen vermochten. Ist das wahr? Ist es. Aber sie konnten ihre Esper nicht länger kontrollieren. Dann wird mein Wille stärker sein müssen. Damit ihr beide eure Kräfte vor dem Kampf schonen könnt. Das müsst ihr nicht tun. Ihr könntet sonst am Ende alles verlieren, was ihr noch habt. Was habe ich noch? Außer Reue.
Mein Leben endete im Dominium. Ich fürchte den Tod nicht mehr. Außerdem habe ich eine offene Rechnung mit Ultima. Und er wird sie begleichen müssen. Wir danken euch, Dion. Sprechen wir von Dank, wenn es vorbei ist. Okay. Aber erstmal ein paar Nebenquests, ne? Ich dachte ja, irgendwann tut dieses Schiff hier anfangen zu fliegen, ne? So wie in anderen Final Fantasy, wo es immer ein Luftschiff gibt, ne? Dann können wir dahin fliegen, ne? Doch sein Entschluss steht fest. Man scheint nicht, ne? Noch ist nichts besiegelt. Vergiss das nicht. Ich muss zu Jill. Der Abschied wird nicht leicht. Wir sollten uns gut vorbereiten. Erst dann stellen wir uns Ultima. Alles klar. Verabschiedet euch. Dann brechen wir auf. Ja, nicht an. Sobald ich mit dir rede, werde ich dann direkt hier da reingehe oder so, ne? Wenn nicht, dann müssen wir mal diesen Drachen hier versuchen, ne? Wenn vielleicht 50 ist, ne? Wenn hier nichts anderes kommt, aber wird ja auch noch irgendwas anderes kommen, nehme ich an, ne? So, auch da zum Balkon muss ich. Hey, yo, Jill. Ein Wunsch an die Sterne? Den habe ich tatsächlich. Es ist soweit, Jill. Du weißt, was ich tun muss. Und auch warum. Es gibt kein Zurück mehr. Hier hat unsere Reise uns hingeführt. Hier wird sie enden, wie auch immer. Ich würde ja für dich zu Metia beten. Aber du schaffst das, oder, Clive? So wie immer. Und dann sehen wir beide wieder zum Mond. Ich werde warten. So gut. Jetzt kommen Nebenquests. Ich wusste es. Ich habe nichts Wichtiges vergessen. Ja, eine Menge Nebenquests hier. Und dann ist ein neuer Auftrag, ein neuer Brief ist eingetroffen. Ja, jetzt kommen so viele Sachen. Oh mein Gott. Okay. Wir werden ja sehr beschäftigt sein. Schlechte Stimmung. Falls es dir nicht aufgefallen ist, dein armer Hund ist in letzter Zeit ständig auf den Hinterdeck und jault wie ein Gaff. Jault wie Gaff, wenn er es mit dem Bier übertrieben hat. Irgendwas stimmt mit ihm nicht und mein Bauchgefühl sagt mir, dass er mit seinen Antilopenknochen zu tun hat. Das ist nichts mit seinen Antilopenknochen zu tun hat, mein Gott. Was hast du dieses Mal, Torgal? Vielleicht verwaltet er sich danach einen Drachen. Erst hat er diese einen Fähigkeiten bekommen, jetzt verwaltet er sich über ein anderes, ne? Oder ein Einhornhor. Auf der Suche nach einem Buch. Ich möchte dich zwar noch ungern noch mehr belasten, aber ich muss dich trotzdem in einer persönlichen Angelegenheit um einen Gefallen bitten. Eventuell könnte sich die Sache auch auf dich als nützlich erweisen. Es gibt diverse Altschriften, die als derart gefährlich für die heutige gesellschaftliche Ordnung gesehen werden, dass selbst ihr bloßer Besitz als Verbrechen gilt. Oh, die möchte ich haben. Jedoch hat meine zufällige Lektüre eine solche Schrift namentlich aus der Ferne das wissenschaftliche Interesse bis zum heutigen Tag in mir brennt überhaupt erst entfacht. Hilf mir, ein Exemplar dieses Buch ausfindig zu machen. Falls du einen zusätzlichen Anreiz benötigst, so bin ich gern bereit, für dich geleisteten Dienste zu entlohnen. Klar. Hier geht es wohl nicht um irgendeinen Abenteuerroman. Wie ich die Zahnräder in Clives Kopf dabei drehen. Als ich diese Anmerkung machte. So, gucken wir mal. Ja, war ja klar, dass jetzt hier. Deswegen habe ich erstmal mit allen Leuten geredet, weil dann tun sich erstmal wieder die ganzen Sachen hier auf, ne? War ja zu erwarten, ne?
Gut, wir werden wahrscheinlich eine Zeit lang hier beschäftigt sein. Dann wir nehmen ja alle möglichen Quests auf. Mein Onkel, wie geht's, wie steht's? Was hast du für mich? Alle guten Dinge sind drei. Clive, mein Junge. Rutherford hat mich über deine Mithilfe informiert. Ich wollte dich da nicht hineinziehen, aber so sind die Zeiten eben, was? Ihr hättet dasselbe für mich getan. So bescheiden wie du bist, wärst du ein mieser Adliger. Aber sage mir, steht es wirklich so schlimm um die Welt, wie Rutherford sagt? Was ich gesehen habe, ist besorgniserregend. Du siehst nicht, was da draußen los ist? Ich schon befürchtet. Kristall und so. Ich die Hoffnung nicht aufgegeben hatte, dass die Großen und Mächtigen die Dinge etwas besser im Griff hätten. Leider scheint es jetzt einen Mangel an solider Führung zu geben. Und ohne wird das Volk vom Weg abkommen. Wir müssen schnell handeln. Hast du einen Plan? Gewiss, die Herausforderungen werden zahlreich sein. Doch meiner Einschätzung nach gibt es zwei Schlüsselbereiche, die absoluten Vorrang haben. Hau raus. Die Armeen der Reiche und die Anführer. Wie du selbst gesehen hast, ist jeder Mensch da draußen auf sich allein gestellt. Das ist eine lange Quest, die ich hier gerade annehme. Sich zusammengeschlossen, um den Anschein von Ordnung weiter aufrechtzuerhalten. Ja, aber solche Fälle sind leider doch eher die Ausnahme. Und doch ist Einheit das einzige Mittel gegen das Chaos in dieser Welt. Eine Einheit, die sogar die von unseren Vorfahren gezogenen Grenzen. Ja, da wurde ich. Das heißt, wenn Stürme nicht angesprochen zusammenhält, wird es zerfallen. Auf Discord. Aber wie würde man das überhaupt in Angriff nehmen? Durch die Armee. Muss ich leider jemand um wir beginnen in den Reihen paar Stunden gedulden. Die geschworen haben, die Ordnung zu wahren. Leider könnte ich nicht einmal ein paar Infanteristen dazu bewegen, gemeinsam eine Latrine zu graben. Aber ich kenne jemanden, der schon bei manchen Befehlshabern ein geneigtes Ohr gefunden hat. Feldmarschall Eugen Havel. Eugen. Ist er nicht im Ruhestand? Das war er, bis die akasischen Randela überrannten und dem Heer dort den Gar ausmachten. Es gibt buchstäblich keinen Mann, der fähiger ist. Nicht mehr. Und wie der Zufall es will, habe ich bereits alles mit ihm besprochen. Natürlich hast du das. Und er ist bereit zu helfen. Unter einer Bedingung. Komm mal zum Punkt, Onkel. Er will zuerst persönlich. Was hat der Genshin Impact? Havel war immer ein Mann mit frustrierend starren Prinzipien. Und er hat gewisse Skrupel bei der Zusammenarbeit mit, nun, einem Geächteten. Ich habe deine vielen Tugenden natürlich angepriesen, aber der alte Bock bestand darauf, dich selbst unter die Lupe nehmen zu dürfen. Das macht dir nichts aus, oder? Was auch immer nötig ist. Natürlich nicht. Solange Chaos herrscht, werden wir die Welt nicht verbessern. Ich werde ihn treffen. Wenn der Feldmarschall mich begutachten möchte, soll er das tun. So ist es richtig. Ich werde sofort aufbrechen. Schickst du einen Stolas? Natürlich. Rutherford ist bereits in Randela. Ich werde ihn bitten, Havel Bescheid zu geben. Wunderbar. Danke, Onkel. Nein, ich danke dir, Clive. Okay. Da wird ein bisschen unübersichtlich gleich mit den Quests, aber ich nehme sie am besten erstmal alle an. Anstatt jetzt hier immer hin und her zu rennen, ne? So, Joshua. Was steht da, Bruder? Clive. Mein Wille ist. Joshua, was hast du? Und sag nicht nichts. Ach. Es ist nur. Cyril hat mir geschrieben. Man hat Vaters letzten Willen gefunden. Oder etwas in der Art. Sein Willen? Wie und wo? Im Grab. Unter Schloss Rosalith. Nachdem Kupka die Kaiserlichen verjagt hatte, haben die Ewigen die Gelegenheit genutzt, sich dort noch einmal gründlich umzusehen. Waren wir da schon mal? Und dabei haben sie wohl einen Brief von Vater gefunden. Jetzt liegt dort alles in Schutt und Asche. Cyril bittet, dass ich ihn in Tabor aufsuche. Ich weiß, dass wir zu diesem Tor gegangen sind, war unter dem Schloss. Aber kommst du mit mir? Aber sicher doch. Natürlich. Ich möchte auch wissen, was in dem Brief steht. Danke. Wir können jederzeit gehen.
Okay. Da muss ich dann mit dir sprechen, damit wir reingehen. Wie viele Sachen sich jetzt hier aufmachen, ey. Sind immer noch 3 Quests. 4. Kann ich mal zu viele annehmen? Doris. Sid, hast du kurz Zeit? Was ist los? Meine frühere Herrin. Ihr Schatten verfolgt mich weiter. Sie hat es irgendwie geschafft, mir einen Brief zu schicken. Ah ja, ich erinnere mich. Was anderes. Aufzeichnungen aus einem Valuta-Gefängnis, in dem anscheinend viele Träger festgehalten wurden. Wie ist sie an so etwas gekommen? Diese Träger Internet. Waren wohl ihr nächstes Ziel. Und die Zellen in der Balmung-Warte sollen voll von ihnen sein. Träger aus der Fremde, Herrenlose, Balmung. Solche, die niemand vermisst. Und nun kümmert sich Feinblem ist halt immer ein Schwert. Um sie. Denn als der Äther die Mauern erreicht hat, sind die Wärter geflohen. Ihr Schicksal liegt also in den Händen desjenigen, der sie dort findet. Sid, ich glaube, dass ich mir dein Vertrauen verdient habe. Ich weiß, dass du den Fluchbrechern Reisen nach Valut verboten hast. Aber ich kann diese Träger nicht dort verhungern lassen. Lieber riskiere ich, von den Wellen an der Schattenküste verschluckt zu werden. Wir gehen zusammen. Um den Golf zu durchqueren, wirst du die Enterprise brauchen. Heißt das etwa... Ich mache eine Ausnahme. Doch ich komme auch mit. Und wir bleiben nicht länger als nötig. Ashra ist ein trostloser Ort. Im besten Fall. Wir retten, wen wir können, und verschwinden. Danke, Sid. Da stand ein Name in den Aufzeichnungen des Gefängnisses. Ein Name, den ich kenne. Chadwick. Auch ein Träger meiner früheren Herren. Ein wahrer begabter Soldat und für mich so etwas wie Familie. Der Gedanke daran, dass er dort ausharrt... Er muss dir sehr wichtig sein. Oh, der ist sowas von schon tot. Ist er. Wir finden ihn. Der Eingang zum Gefängnis liegt im Schatten der Mauern von Ravenwit. Gleich hinter dem Fallgatter. Wir sollten uns schnell auf den Weg... Hört ja alles an, als würde ich hier voll zu neuen Orten noch gehen. Ich auch, Doris. Das ist mir irgendwie schwer vorstellen, kann man mir schon so viel erkundet haben in dem Spiel. Es gibt mir Trophäe, die ich freischalte, wenn ich irgendwie alle Orte besuche. Also ich habe definitiv noch nicht alle gefunden. Aber gucken wir mal. Sag mal, dass du... Könnte ich dich um etwas bitten? Ah, klar, doch. Ich bin gerade voll in der Stimmung, allen Leuten jetzt zu helfen. Der neu in Freiheit ist, will sich den Fluchbrechern anschließen. Unsere Arbeit ist alles andere als leicht. Alle Anwärter prüfen wir deshalb auf Herz und Nieren. Würdest du diesmal die Bewertung übernehmen? Kann ich tun, aber warum ich? Der Junge will Speer werden. Leute, die stark genug sind, um Ketten zu sprengen und Despoten zur Rechenschaft zu ziehen, haben wir so einige. Aber Speer brauchen eine feine Nase. Und kaum einer kann Gav das Wasser reichen. Du bist doch oft mit ihm auf Einsätzen unterwegs. Mittlerweile weißt du sicher, was ein guter Späher an Fähigkeiten mitbringen muss. Oder irre ich mich? Keine Ahnung. Mag schon sein. Also übernimmst du. Er ist immer irgendwie weg und macht irgendwie Sachen, von denen ich nichts weiß. Wo soll ich denn das wissen? Sag ich doch. Wir gehen immer in eine Story irgendwie, dann sagt er, okay, ich gehe mal kurz dahin und erkunde alles und so. Dann kommt er irgendwann wieder. Wo soll ich wissen, wie denn seine Arbeit aussieht? Ausgezeichnet. Na dann, bis gleich. Aber gerne doch. Ja, ich habe hier ein Auge. Nordstedt. Einen näheren Treffpunkt gab es wohl nicht. Wie viel ist denn hier noch übrig? Vivian, du auch? Vivian. Wegen des Briefs. Ach so, das ist von der anderen Quest. Helfen, dein Buch zu finden. Danke, Clive. Es könnte aber etwas knifflig werden. Bist du sicher? Ich habe ungefähr 10 Quests gerade angenommen. Dein Rat hat mir schon unzählige Male weitergeholfen. Es wird Zeit, dass ich mich revanchiere. Lass mich dir helfen. Sehr freundlich von dir. Leider wird sich dieses Buch nicht so einfach finden lassen wie Antworten auf deine Fragen. Toll, dann einfach so aus deiner Hosentasche. Ich habe schon Harpokrates gefragt, ob er nicht weiß, wo sich dieses Buch heute noch auftreiben lässt. Dann brauche ich ja nicht mit dem reden, ne? Aber vielleicht erklärt er dir Gott, das am besten selbst. Wenn du meinst. Tut mir leid, dass ich das auf dich abwälze. Dieses Buch. Alles für so einen Wälzer. Der für alles, was mich heute ausmacht. Es hat eine wirklich große Bedeutung für mich. Ist ja schon gut. Ich habe das schon angenommen. Okay. Wo hatten wir 3 Sprechblasen? Jetzt ist es also soweit. Du weißt, okay. Wo du mich findest.
Okay, Otto, alles klar. Warum riechst du so sinnlich mit mir? Nur mal so aus Neugier. Hat sich hier noch mal aufgetan. Zerstörer von Welten, Swarok. Nichts. Uff. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass da nur noch zwei übrig sind. So, ich sehe noch zwei Quests. Also da tun sich gleich noch welche auf. Jetzt teilen sich diese Ausrufezeichen in noch fünf weitere Ausrufezeichen aus. Weißt du, warum mit so komisch ist? Ich glaube, sie ist von der Schule geflogen. Okay. Sid, du musst uns helfen. Wobei, habt ihr schon wieder eins von Mits Geräten zerlegt? Nein, also doch, aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Was? Sondern um Mit. Sie benimmt sich so seltsam. Sehr seltsam. Sie ist fast nie da. Und wenn doch, bemerkt sie uns nicht mal. Sie ist so verstreut. Sie ist zerstreut. Hab ich doch gesagt. Zerstreut. Sie hat eben wirklich viel zu tun. Hat er ehrlich gerade gesagt? Wann hat das angefangen? Ungefähr gleich nachdem sie euch aus Donhör gerettet hat. Dann geht es vielleicht nur um die Enterprise. Sie hat auf dem langen Weg ganz schön was abbekommen. Hast du sie etwa kaputt gemacht? Du solltest wirklich besser auf Mits Erfindungen aufpassen. Ich klatsche gleich eine, du Kleines. Hör nicht auf sie. Selbst wenn du sie kaputt gemacht hast, kannst du sie doch einfach wieder zusammenbauen, oder? Und wer baut Mit wieder zusammen? Sie ist echt traurig. Kommt von den Kindern, die alles hier kaputt gemacht haben. Soll ja, okay, ich mach schon. Würdest du? Für uns? Sie ist in ihrer Höhle. Du machst ihm noch Angst. Es ist keine echte Höhle. Na, dann bin ich beruhigt. Okay. Hoch hinaus. Oh, das klingt, als wissen wir hier. Aber bitte sag mir, wir können dieses Schiff hier zum Luftschiff umbauen. So. Okay, anscheinend ist sie nicht hier drin, ne? Sehe jedenfalls nichts. Halt. Was hat der? Okay. Sah irgendwie so wichtig aus. Was schreibe ich jetzt? So. Ist das eine Liebesgeschichte für doch, das ist doch hier unten. Eine, die am Ende gut ausgeht, natürlich. Sah irgendwie so weit entfernt aus. Okay. Hallo, was steht mit? Mit, hast du kurz Zeit? Ah! Ich hab's! Wie immer war die Antwort die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Wenn das gut, dann kann ich ja wieder gehen. Weiß ich auch nicht mehr weiter. Fliegen? Willst du der Enterprise etwa Flügel geben? Aber natürlich will ich das. Die Kinder glauben, dass du ihnen aus dem Weg gehst. Sie machen sich Sorgen. Ist dein Projekt so wichtig, dass du dich von allen abkapseln musst? Die Enterprise ist jetzt schon das schnellste Schiff der Welt. Und das mit Wasser unterm Kiel. Aber was, wenn sie nicht daran gebunden wäre? An gar nichts gebunden wäre? Warum sollten die Götter den Himmel für sich alleine haben? Das ist doch völlig ungerecht. Die Gefallenen haben es geschafft. Aber sich nur auf Magie zu verlassen, war ihr großer Fehler. Aber ich? Ich weiß, wie man es ohnehin kriegt. Also fast. Erstmal muss ich ein Modell bauen. Und das kannst du nur allein machen? Ist das ein Angebot? Damit wir uns verstehen, die Enterprise ist mein Revier. Aber wenn du mir unbedingt helfen willst, sag ich sicher nicht nein. Deswegen sollte ich ja ein paar Mal helfen mit einigen Quests. Erst brauche ich Öl. Aber kein schon dreimal in der Bratpfanne benutztes aus der Küche. Hochwertiges wie das aus Old Hill. Dann brauche ich einen Knochen oder ein Stück von einem Panzer. Leicht, robust und wenn es geht, nicht mehr am vorherigen Besitzer dran. Meinst du einen Bestienknochen? Da können dir sicher die Fluchbrecher weiterhelfen. Nein, die können dir weiterhelfen. Du wolltest dich doch nützlich machen, oder? Verdammt. Ich sollte mit einem der Fluchbrecher reden, bevor ich losziehe. Boah. Vielleicht finde ich den Knochen auch in Old Hill. Hat Metadol schon etwas von einem nächsten Projekt erzählt? Metadol? Das ist ja voller Name. Sieht jetzt ja auch sie doll vor, ne? Deswegen wieder doll. Alles klar. Ich muss trotzdem mit Otto reden. Aber wegen Fluchbrecher. Ah, nicht hier.
Na, Sid, wir reden ja heute echt mit jedem. Ausgeben? Kommt ganz drauf an. Mit braucht einen leichten, aber haltbaren Knochen für ein Projekt. Mit Bestien kennt ihr Fluchbrecher euch doch gut aus, oder? Vorschläge? Knochen sind Knochen. Hau fest genug drauf und sie gehen kaputt. Sie sollte lieber was anderes nehmen. Ein Stück von einem Panzer zum Beispiel. Hast du ja gesagt. Weißt du, was Adamantheimeis sind? Oh, Adamantheimeis. Ich weiß, dass mit ihnen nicht zu spaßen ist. Und deren Panzer sind also besonders. Haben wir vielleicht schon bekämpft? Ja, vor allem, wenn sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Angeblich lebt eine uralte Adamantheimer in Korava, nahe Pizza. Oder was davon übrig ist. Aber glaub nicht, dass du leichtes Spiel haben wirst. Das Ding lebt nicht ohne Grund schon so lange. Ich werde aufpassen. Danke. Oh. Sorry. So, sind wir ja fertig. Hat er noch eine Quest irgendwo? Boah. Müsste mich hier im ganzen. Ich kann mir nicht das Telefon erfinden und hier mit allen irgendwie uns unterhalten. Ich bin voll gut darin, Telefone zu benutzen. Ich schwör's. Ich kann mich voll gut mit denen aus. Ich bin voll der WhatsApper. Gibt's das überhaupt noch? Sie sollen nicht vergessen werden. Hey. Sid, habt ihr einen Moment? Aber natürlich. Ich fühle mich geehrt, mit euch zu sprechen. Mein Name ist Hermann. Ich bin seit einiger Zeit bei den Fluchbrechern und bitte schickt mich nach Ashra. Egal mit welcher Aufgabe. Nein. Muss ich sowieso hin. Die Gebiete jenseits der Enge sind zu gefährlich. Ohne guten Grund soll niemand unnötig sein Leben riskieren. Warum willst du dorthin? Um etwas zu holen. Etwas Wichtiges. Ich wuchs in einem Waisenhaus auf, dem Badbach-Konservatorium. Oder vielmehr war ich einer der Gefangenen dort. Badbach war kein Ort der Fürsorge. Das Institut diente einzig dazu, Trägerkinder zu willenlosen Waffen zu machen. Wir wurden so lange gequält, bis wir keinen Schmerz mehr spürten und unsere Herzen zu Stein wurden. Ich habe irgendwie nie verstanden, warum die ihre Tattoos irgendwie wegmachen. Um mörderische Werkzeuge des letzten Königs. Ich meine, es ist ziemlich. Die Tattoos sind immer an der gleichen Stelle. Und wenn dann irgendjemand. Ich habe so viele Freunde verloren. Mir, ich meine, der erste Grund, der mir einfallen würde, ist, damit die Leute ihn nicht als Träger wieder erkennen. Ne, aber. Wie gesagt, die Tattoos sind immer an der gleichen Stelle. Und wenn dann irgendwie jemand kommt und sagt, hey, hör mal, was ist denn da an einer Back passiert? Sind da nicht normalerweise Trägermale? Dann weiß doch jeder schon Bescheid, ne? Militärischer Präzision. So intelligent finde ich das jetzt auch nicht. Jeder Name erfasst. Jeden Todesfall hat man akribisch protokolliert. Und so wie ich das verstanden habe, tun ja Leute irgendwie auch sterben, wenn man das nicht richtig macht, ne? Beim Entfernen. Damit die Erinnerung an meine Brüder und Schwestern weiterleben kann. Und da verstehe ich das irgendwie nicht so, aber okay. Ja, was auch immer. Trotzdem bleibt es dabei, dass Ashra zu gefährlich ist. Sid, bitte. Selbst wenn es meinen Tod bedeutet. Habe ich nicht ja gesagt? Zu gefährlich für dich, Hermann. Aber nicht für mich. Ich werde dir das Register bringen. Seid ihr sicher? Du sollst nicht dein Leben dafür riskieren müssen. Ich mach das lieber. Wie ich euch danken soll. Ist nicht so, als würde die Welt mich nur brauchen, ne? Wo das Waisenhaus ist. Wenn ich sterbe, bist du, Sid. Versteckt in einem Wald, auf einem Hügel. Gut. Ich werde sehen, was ich dort finden kann. Mögen die Mütter euch leiten. Ja, alle Mütter. Die ewigen Mummies werden mich alle leiden. Alles klar, sind wir jetzt ja fertig. Hallo? Haben wir in der Truhe? Bin ich hier noch nie vorbeigelaufen? Das finstere Schicksal der Welt wäre abgewendet. Ein Moment. Noch finstereres oben am Horizont. Was uns wohl erwartet, wenn wir uns endlich von unseren Ketten befreit haben? Grenzenlose Freiheit? Oder etwas, das sich unserer Vorstellung noch völlig entzieht? Nicht, wer bist du? Verdächtiger Mann. Warum denkt man, das finstere Schicksal der Welt wäre abgewendet? Erhebt sich ein noch finstereres oben am Horizont. Was uns wohl erwartet, wenn wir. Ich bin, glaube ich, noch nie hochgegangen, ne? Na gut. Das ist auch noch eine Quest. Und da auch.
Stille Kunde. Das heißt, da sind noch Merkwürste. Boah. Die Quest nicht, ja. Gott. Shirley sagt, die Kinder waren ganz beeindruckt von deinem Buch. Jetzt wollen sie auch alle Romane. Na gut, wir brauchen ja noch was. Götz. Ist nicht Götz normalerweise irgendwo hier? Ja, das ist Torgal. Was ist los? Was hast du denn, Torgal? So ein Knochen. Ich bin gerade zufällig auf der Suche nach einem Knochen. Was ist? Siehst du da etwas? Seit wann hast du eigentlich diesen Ring an der Pfote? Den hat er von Sid bekommen, als der ihn aufgenommen hat. Was? So lange schon? Und trotzdem fragst du erst heute danach. Sid hatte damals gestört, dass Torgal die Angewohnheit hat, an der Pfote zu nagen. Also hat er ihm den Ring umgelegt, um es ihm abzugewöhnen. Ach, Torgal. Wir haben irgendwie, was, 5 Jahre oder so mit dem verbracht. Der hat bis jetzt erst gemerkt. Das ist ganz schön schwer für den Kleinen, sich auf einmal ganz allein durchzuschlagen. Mein Gott. Vielleicht noch schwerer, weil er ein Frostwolf ist. Er braucht die Verbindung zu seiner Esper. Sid hat ihm immer gesagt, der Ring kommt erst ab, wenn du gefunden hast, was du suchst. Und schließlich hat er dich gefunden. Tut mir leid, Großer, dass du so lange warten musstest. Dann nehmen wir ihn jetzt ab. What? Ich glaube, er will ihn nicht hergeben. Klingt so. Dafür brüllst du mich schon an. Dafür tust du mich schon bedrohlich anknurren für, hallo? Du willst, dass ich mitkomme? Okay. Sieh einer an. Du verstehst den besser als gedacht. Lange nicht so gut wie du, Charon. Tja, kein Wunder. Schließlich war ich. Ich nehme ihn auf jede meiner Missionen mit. Ne? Ich gehe nicht ohne ihn aus dem Haus und wir kennen ihn nicht anscheinend. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich sagte, der ist nur für Fanservice da. Damit die Spieler sich denken können, oh, ich habe einen Hund. Oh, der ist so putzig. Das ist genau der Grund, wieso man irgendwie einen Hund immer bei Fallout hat. Und man immer einen Hund bei seiner Seite hat, ne? Damit man einfach irgendwie so Fanservice hier hat. Ne? So, oh, ja, ich habe einen Hund. Boah. Hunde sind klasse. Oh, oh, oh. Da ist ja gerade noch eine Quest aufgetaucht, man Alter. Man kann über sie sagen, was man will. Aber so. Schon wieder mit dir? Also gut, Torgal. Wo möchtest du hin? Ein bisschen mehr musst du mir schon helfen. Gib mir doch einen Hinweis. Es sei denn, das hast du schon getan. Auf dem Achterdeck. Da hast du nach Westen gesehen. Da muss ich auch mit Josh reden, ne? Nur einige Quests überschneiden sich anscheinend, ne? Auf der Insel war ich seit fast 20 Jahren nicht mehr. Auf nach Port Isolde. Hoffentlich gibt es die Anlegestelle noch. Schon wieder ein neuer Ort? Sag, ich gehe nur zu neuen Orten noch. So, dann muss ich mit dir auch noch reden, ne? Erzähl mir über ein Buch, alter Mann. Gewiss doch. Und dann stellt er sich so auf den Tisch so. Wie schön. Welch Freude, euch zu sehen. Hippokrates. Fass dich gut. Ich hab mit einer Menge Leute heute schon geredet. Ein Buch mit dem Titel Aus der Ferne. Dann sucht ihr nach einer wahren Rarität. Erstaunlich, dass euch dieser Titel geläufig ist. Ihr kennt ihn von Vivian. So ist es. Viel darüber erzählt hat sie mir allerdings nicht. Nur, dass ihr mehr dazu zu sagen hättet. Am liebsten hätte ich ihr das Ganze ausgeredet. Clive, die Suche, mit der die junge Professorin euch beauftragt hat, kann kein gutes Ende nehmen.
Nicht, solange es die Vollstrecker gibt. Die Vollstrecker? Ein geheimer Orden. Eine nebulöse Organisation, die verbotene Schriften und Technologien zusammenträgt und unter Verschluss hält. Ist das und die Enklave das Buch von Fallout? Die Sterne Bruderschaft? Denn es dokumentiert die wahre Geschichte der Versklavung der Träger. Ein Werk, das das Potenzial hat, die gesamte bestehende Ordnung zu stürzen. So sagt man zumindest. Ich habe es nie gesehen, geschweige denn selbst gelesen. Ich höre zum ersten Mal von dieser Organisation. Nun, sie sind eben ein geheimer Orden. Sie lauern in den Schatten, tauchen dann auf, wenn sie etwas begehren. Bücher, Erfindungen oder Menschen. Und verschwinden dann wieder, also wie ich, ohne jede Spur. Geht eine alleine Quest und euch wieder ab. Weiteres in Luft auflösen konnte. Das Werk der Vollstrecker, ja. Was treibt sie an? Pure Gier oder Ideologie? Wissen. Frage. Leider lässt sich unser Wissen über sie in einem Atemzug zusammenfassen. Fragt mich, woher sie kommen, wer sie anführt oder wie viele sie sind. Und jede Antwort wäre reine Spekulation. Mir fehlt also jeglicher Anhaltspunkt. Was hat Vivien gedacht? Dass es aus dem Nichts auftaucht? Nicht auf. Kann es ja nicht schaden, das zu erwähnen, ne? Kann ich darüber stolper. In Stürm hört man in der Tat oft von den Vollstreckern. In Ashra aber deutlich seltener. Ich habe einen Freund. Schon wieder Ashra. Ich hatte einen Freund. Drüben in Garnik. Er sammelte alte Bücher. Und er schrieb mir lange Briefe. Sieht aus, als würden sich viele dieser Quests hier alle kreuzen. Bleiben sie aus, seit der Himmel sich verdunkelt hat. Sicher hat auch er sich verwandelt. Doch es besteht durchaus die Möglichkeit, dass sich dort in seiner Sammlung eine der Abschriften von aus der Ferne befindet und auf ihre Entdeckung wartet. Wenn es euch irgendwie gelingen könnte, auch nur ein Buch aus... Ich frage mich ja die ganze Zeit, was passiert wäre, wenn ich die ganzen Quests alle nicht gemacht hätte vorher. Also gut. Muss ich die alle jetzt machen? Wenn die überhaupt noch da, hätte ich die schon verpasst. Ich mich in Garnik umsehen. So, haben wir es jetzt? Go, jetzt kommen wir mal endlich raus hier. So, ach hier, aus aller Kunde. Mal gucken, der sagt mir ja eigentlich nur, wo hier noch Quests sind, ne? Ich will gar nicht wissen, wie viele Quests ich hier gerade angenommen habe. Wir gehen zum Ursprung. Da müssen wir hin, questmäßig, Hauptstorymäßig, ne? Wir werden nirgendwo natürlich irgendwie aus Versehen rüber stolpern und dann aus Versehen in die Quest hier, in die Hauptquest reingehen, ne? Nur sag mal, was hier noch so ist. Yay. Ist was für dich dabei? Altes Haus. Okay, Hasenjagd. Ewige Pflicht. Lubor, ach, den gibt's ja auch noch. Heiliges. Ich krieg bestimmt bald. Gucken wir mal, wo wir hier. Ich will natürlich ein paar Quests hier schon mal erledigen, ne? Da, oh, da. Okay, da ist auch noch direkt die Dungeon oder so, ne? Pff. Wo ein Wille ist, hoch hinaus, ewige Pflicht, da ist eine, die wir annehmen können, und da ist dann auch direkt einen, die wir machen können. Jagd sie in der Region, da ist Swarok, glaube ich. Puh, keine Ahnung, ne, was ist denn hier so Priorität gerade, ne? Ich weiß es nicht. Kann ich sehen, was ich für Belohnung krieg? Nee, ne? Dann gehen wir mal, weiß nicht, wo sind die beiden Dinger hier? Ja, ne? Was haben wir denn hier? Gehen wir hier hin, was auch immer hier ist. Gucken wir mal im Laden, was es da zu kaufen gibt, ne? Mal kurz mal gucken. Und zwar, ich habe übrigens, genau, das habe ich letztens gemacht. Ich habe mal hier
Ich habe mal einen Angriff von Titan gemeistert und den hier Barmut gegeben. Das ist so, ne? Das sollte ich mir aber vielleicht angewöhnen, ne? So einige Attacken von anderen Espas, die richtig cool sind, zu meistern, damit ich die mit anderen Espern ausrüsten kann. Das ist ja der Grund hier, warum man einige Angriffe meistern kann, ne? So, für Barmut brauche ich eigentlich nur den hier. Die ganzen Angriffe für Barmut sind eigentlich kacke, finde ich. Deswegen habe ich da diesen Angriff von Titan eingepackt, ne? Und ja, weiß ich nicht. Die anderen Attacken sind eigentlich alle in Ordnung. Wenn ich noch eine weitere Leiste, dann wäre perfekt, ne? So eine weitere Espa, die ich ausrüsten könnte. So, hey, da ist der Verteidiger schon wieder. Den ich letztens geholt und hochgelevelt habe. So, da hat der stärker. Ein Punkt. Aber warten wir mal, ne? Der Wille der Dunkelheit. Gungnir. Natürlich. Gungnir soll ja angeblich die Lanze sein, mit der Jesus erstochen worden ist, ne? Habe ich vom Weges erfahren. Bis bald. Ich kannte die Lanze ja von Final Fantasy 10, Kimaris, ultimative Waffe ist Gungnir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cool. Das habe ich immer noch nicht nachgeguckt, was ich nachgucken wollte. Ausrüstung habe ich ja immer noch die ganzen Erfahrungsdinger, ne? FP, EP und Geld, ne? Wo ich eigentlich nicht mehr so Fertigkeitspunkte brauche, ne? Ich brauche die eigentlich gar nicht mehr, ne? Ich habe jetzt eigentlich alle Angriffe, die ich haben will, ne? Das andere ist jetzt nur so zum Meistern, ne? Verbessern. Verbessern, lernen wir mal alle Sachen noch, ne? Lernen. Habe ich wenigstens alle Angriffe gehabt, ne? Lernen. Ist bei Ramo irgendein Angriff, der mir gefällt? Ich irgendwie nicht, ne? Weil ich ein bisschen schade finde, weil ich mag Elektrizität. Eigentlich, man könnte sich hier irgendwie voll gut irgendwie seinen Charakter bauen. So, nein, 10 Punkte fehlen. Man müsste sich eigentlich entscheiden, ne, welche Esper-Fähigkeit man haben will. Ne? Also hier diese Dinger. Ne? Und dann könnte man eigentlich die anderen Angriffe alle meistern und dann dementsprechend die Charaktere alle die Fähigkeiten ausrüsten. Ne? Mir gefällt zum Beispiel diese Fähigkeit hier. Ne? Kann auch manchmal nützlich sein, ne? Shivas ist ja, Odin ist eigentlich auch klasse und ja, Ifrit mit seinen Anstürmen, da ist noch normaler Clive, ne? Weil wir zu dem Zeitpunkt nur normalen Clive hatten, ne? Ne, hier auch. What? Okay. Sah er noch so aus damals? Der sieht aus wie der ganz junge Clive, keine Ahnung. So, kümmern wir uns um die Story Quest. Also was? Ich glaube, ich will doch die Quest von Thorgal erstmal machen. Einfach nur. Ist das überhaupt? Ich muss erstmal, ich nehme an, das ist die, ne? Treuster Freund, ne? Weil ich stelle mir irgendwie so vor, vielleicht kriegt, weil hier Thorgal, der ist ja hier, weiß nicht. Er kann ja anscheinend noch stärker werden, ne? Deswegen weiß ich nicht. Vielleicht levelt er ja hoch, wenn wir für ihn hier die Quest machen, ne? Deswegen machen wir mal so. Vielleicht levelt er danach hoch oder so und es wird dann stärker, was dementsprechend natürlich besser wäre, ne? Für uns. Deswegen machen wir das als erstes, ne? Ich habe gedacht, ich krieg vielleicht nur so eine Quest, die mir irgendwie meinen Heilbeutel oder irgendwie sowas verstärkt, weil ich glaube, der ist auch noch nicht hochgelevelt, vollkommen. Von daher versuche ich erstmal die ganzen Quests machen, die mir irgendwie was bringen, ne? So belohnungsmäßig. Hoffentlich. Okay.
Dann gehen wir mal da rein. Glück gehabt. Sogar ein Kahn ist noch da. Nur wir sind größer geworden. Wenn wir nicht reinpassen, musst du vielleicht schwimmen. Na gut, dann schwimme ich eher. War doch nur Spaß. Ich mach's einfach wie Kaya in Genshin Impact. Ich mach einfach so eine Eisbrücke und gehe dann irgendwie, so wie ich das damals mit Ninazuma mal versucht habe. Ich habe mit ihm jemand den Eisangriff gemacht und versucht irgendwie da Wasser zu gefrieren. Und den ganzen Weg bis nach Inazuma gemacht. Nur um dann irgendwann vom Blitz getroffen zu werden und runterzufallen. Also voll frustrierend. Jetzt kann ich einfach Forina benutzen. Die kann einfach übers Wasser laufen. Sollte ich mal machen. Bestimmt lustig. Zu dem Zeitpunkt hatte ich den Konti noch nicht euch freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Angeblich soll es möglich sein. Aber ich wurde dann irgendwie vom Blitz getroffen und bin dann runtergefallen. So, und jetzt tatsächlich irgendwie ein komplett neues Gebiet. Auf geht's. So, hey. So, ich habe natürlich hier. Ach, kann ich gar nicht sehen. Ich habe wieder Tränke und so hier gefarmt. Ne, ist auch voll einfach. Ich habe den Verteidiger ausgerissen, ne? Wir haben jetzt ein Kacke, dass ich jetzt hier mit rumlaufe, anstatt mit dieser legendären Waffe für dich extra irgendwie alles zusammengesammelt habe, um die herzustellen und so, ne? Und dann einfach ein bisschen später in der Story kann ich einfach eine bessere Waffe kaufen. So. Da wären wir. Waren wir hier mal? Unser geheimes Versteck. Weißt du noch, Torga? Dann lass mal sehen. Konnte ich immer vergessen, wer ich war oder nicht war. Prinz Schild, ein Sohn, den die Mutter liebt. Hätte ich nur eine dieser Rollen erfüllt, wäre vielleicht. Was hast du, Großer? Schwert. Aus dem Schloss und vom Phönixtor. Hast du das hergebracht? Mein altes Holzschwert. Die ganze Zeit nach mir gesucht. Habe ich recht? Danke, Torgal. Dass du gewartet hast. Mich nie vergessen hast. Dieses Holzschwert nehme ich mit. Damit ich auch nie vergesse, wer ich bin. Das kann ich mir in meine Wand stellen. Sehr cool. Oder ich klappe damit ein paar Gegner kaputt. So wie in Kingdom Hearts. Oder ich schmiede das um zu einer ultimativen Waffe. Da geht's nicht zurück zum Boot, Torgal. Schon gut, schon gut. Ich komme. Okay. Aber man kann sogar hier hoch. Haha. Ich jetzt so. Ehrlich.
Kannst nicht auf die Idee, der Tier auch mitzunehmen. War Joshua nicht auch hier? Ah, was ist hier noch los? Ich glaube, ich weiß, wo du hin willst. Ha, schön. Jetzt Clive so. Alle sagen immer, wie wichtig es sei, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Aber ohne sie wären wir nicht, wer wir heute sind. Und wir wüssten nicht, was wir uns von der Zukunft wünschen. Komm, Torgal. Gehen wir zurück. Okay, cool. Auftrag abgeschlossen. Cool. Das war ja ziemlich chilliger Quest, ne? Verkohltes Übungsschwert. Kavals Reißzahn. Torgals Angriffswert geringfügig. So. Alles klar. Habe ich schon wieder jemand über Discord angeschrieben? Nein. Muss ich noch ein paar Minuten hier gedulden, Kollege. Danke fürs Warten. Wir sind bereit. Ach, er ist gar nicht mitgekommen, ne? Das magst du was. Das war schön, ne? Wir haben voll Abenteuer überlebt, ne? Alles klar. Kannst du aber noch zurück, so wie ich das sehe. Ich muss natürlich noch mal zurückgehen und gucken, ob da noch irgendwas ist, ne? In diesem kleinen Baumhaus war eine Truhe drin, ne? Die hat doch bestimmt noch was übersehen, ne? Liegt irgendwie so ein heiliges Schwert irgendwie so da in der Klippe. Jetzt ist Joshua dabei. Hey Joshua, lass mich dir mal im Baumhaus mal kurz zeigen, wo wir mal hingeflüchtet sind, falls du zu nervig geworden bist oder so. Was? Ja, von dem muss ich mich auch manchmal abkapseln, okay. Das war mein Baumhaus für meine Mich-Zeit, okay. Da konnte ich meine. Aber in diesem Baumhaus war es immer Zeit für Clive. Da war immer die Zeit reif für Clive. So. Ah, warte, was ich gucken wollte. Weiß nicht, kriegt man noch irgendeine Quest hier erledigt? So, ha, ich glaube, da ist es um einen hochgegangen. Ich bin mir aber nicht sicher. Dromasprenger, nö, ich glaube nicht. Da gibt es irgendwas, was ich noch machen kann, so auf die Schnelle. Innerhalb von ein paar Minuten, ich weiß es nicht. Hoch hinaus. Hier. Hasenjagd. Dann nehmen wir mal noch eine Quest an. Boah, das ist, ne? Darf ich aber noch irgendwie was schaffen? Also muss ich ein paar gleich beenden. Warum in aller Welt hält Victor zu dem Träger? Unglaublich, dass wir ihn fast zum Dorf haben. Vielleicht machen wir den Laden besser dicht. Boah, er denkt immer noch darüber nach. Ich habe ja nichts anderes zu tun hier. Da muss ich gar nicht hinten, aber da ist wieder ein Laden. Ich glaube aber die ganzen Läden hier ab, ne? Hey, yo. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Das weiß ich noch nicht. Verkaufen, ne? Ich tue ganz bestimmt nicht meinen Ragnarok hier verkaufen. Was hier noch alles ist. Meins. Hab Dank. Meins. Notenrollen. Bitte sehr. Eine ausgezeichnete Wahl. Soll ich kein Geld mehr? Nein. Gilbert. Wer ist denn Gilbert?
Der Typ aus Fire Emblem Three Houses, Gilbert. Ihr alter Mann. Vater von Annette, einer meiner Lieblingscharaktere in dem Spiel. Beste Magierin. So, du bist ja immer noch hier. Ich dachte, du wolltest hier ausziehen. Wie lange brauchst du eigentlich beim Packen? Nicht viel mit. Ich bin hier schon so gut wie fertig. Du willst Dalimel also wirklich verlassen? Ja. Da gäbe es allerdings noch eine Kleinigkeit, bei der ich Hilfe bräuchte, bevor ich gehe. Oder zwei, vielmehr. Sag mir, was ich für dich tun kann. Es geht um die Kinder. Sie sollten meine Schande nicht mitertragen müssen. Und genau das wird passieren, wenn ich sie hier lasse. Man wird sie ausgrenzen, weil die Leute wissen, dass sie mir nahestehen. Aber mitnehmen kann ich sie auch nicht. Ich kann mir tatsächlich nur einen einzigen Ort vorstellen, an dem sie sicher aufgehoben wären. Das Versteck. Jederzeit. Verstehe. Die Kinder sind bei uns jederzeit willkommen. Danke, Clive. Das werde ich nicht vergessen. Lubor, du bist noch hier? Was ist, Pferda? Du bist ja ganz blass. In der Velkroi ist eine Flut ausgebrochen, und zwar eine große. Diese Banditen vom Bund der Geächteten wurden da draußen komplett vom Äther überschwemmt. Was? Ja, und jetzt haben sich diese Dreckskerle alle verwandelt und kommen auf uns zu. Akasische Banditen. Das ist das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können. Die Stadtwache wird ihnen keine 5 Minuten standhalten. Wir müssen raus aus der Stadt. Alle. Und zwar sofort. Pferda, ruf die Männer zusammen. Sie können jeden Moment hier sein. Wir müssen eine... Aber hört doch keiner mehr auf ihn, oder? Na, worauf wartest du? Schon unterwegs. Clive, Planänderung. Die Kinder bleiben fürs Erste bei mir. Du gehst und suchst Konrad und Natalie. Sag ihnen, sie sollen sich auf eine sofortige Evakuierung vorbereiten. Verstanden. Ich versuche inzwischen mit allen anderen zu reden. Wünsch mir Glück. Na gut, aber nicht mehr heute. Oder in diesem Part. Vielleicht noch heute, aber nicht mehr in diesem Part. Na gut, dann weiß ich nicht. Dann machen wir im nächsten Part, nicht wahr? Dann machen wir im nächsten Mal, machen wir im nächsten Part. Ne, im nächsten Part, ne? Alles klar, gut. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge ist auch weiter mit den ganzen Quests, die wir alle angenommen haben, ne? Wir haben irgendwie die Hälfte schon irgendwie gebraucht, irgendwie die ganzen Quests anzunehmen. Also vielleicht kriegen wir ja im nächsten Part alle erledigt. Mal schauen, gucken wir mal, ne? Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde ich mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.